Hallo zusammen, herzlich willkommen in diesem Video. Jetzt machen wir zusammen das Adjektiv. Ich werde das Adjektiv-Lektion in vier Teile unterteilen. Also erstens fangen wir mit dem ersten Teil, mit der Regel von Adjektiven. Und auch werden wir ein Beispiel von einem klassischen Adjektiv gesehen, für die das Regel schon für viele Adjektiven ableiten könnte. Die Regel von Adjektiven, also die Bedeutung von Adjektiven, ist ja genauso wie auf Deutsch, sie sind Eigenschaftswörter, die Dinge, Sachverhalte oder Personen beschreiben. Die passen in der Form immer dem Substantiv an. Also für ein Adjektiv gibt es auch immer entweder vorher oder nachher ein Substantiv, das dieses Adjektiv beschreibt, und das Form passt immer diesem Substantiv an. Wie, könnte man diese Frage stellen? Es ist je nach Geschlecht, Maskulinum oder Femininum, und Anzahl, Singular und Plural, dann könnte sich die Endung von diesem Adjektiv ändern. Das können wir anhand eines einfachen Beispiels sehen. Hier haben wir das Beispiel Adjektiv grand. Grand bedeutet groß. Grand bedeutet groß. Grand, G-R-A-N-D. Lass uns mal starten mit grand in Singular und Maskulinum. Hier haben wir ein Beispielsatz. Marc est grand. Marc est grand. Das ist eine männlicher Name in Singular. Hier seht ihr diesen Strich. Es bedeutet, es gibt keine Endung in diesem Adjektiv. Und grand bleibt einfach so. Jetzt, wenn wir das im Femininum betrachten möchten, wir haben Anna est grande. Anna est grande. Hier haben wir eine Endung von e. Das ist eine Regel, das gilt immer. Anna est grande. Hier ist grand, beim Aussprechen ist grand, und hier ist grand. Für Maskulin und Plural, Marc et Thomas sont grand. S bitte nicht aussprechen, sogar S und D gar nicht, sind gar nicht auszusprechen. Deswegen sagt man einfach grand. Marc et Thomas sont grand. Maskulin und Plural, bitte immer ein S. Bei Feminin und Plural, wir haben immer ein ES. Anna et Alina sont grandes. Anna et Alina sont grandes. Also, was ihr bemerkt habt, beim Sprechen wird man nicht bemerken, ob man eine bestimmte Endung hat. Nichtsdestotrotz ist diese Regel sehr wichtig für Schreiben. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass ihr diese Regel beherrschen könnt, weil nur von Endung von Adjektiv kann man schon vieles im Kontext eines Textes verstehen. Ja, das war's mit dem ersten Teil von Adjektiv. Ich hoffe, dass es Spaß gemacht hat. Ich bedanke mich bei euch für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns in nächsten Videos. Ciao!